glaube, ich sollte dich stehen lassen. So viel dazu. Vorsichtig. 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 Nicht auf den Chefkoch drauf springen. Ah, da können wir rüber. Sehr gut, hier haben wir Gitter. Mit Fischen drin. Fisch. Ja, ich weiß ja nicht. Also Fisch. Naja. Bin ich nicht der größte Fischfan. Aber Lachs esse ich gerne. Als ich jetzt als ich in Stralsund dieses Jahr Urlaub gemacht habe, habe ich Fischbrötchen gegessen. Das hat, ja, also ab und zu mal Fisch. Ah, dieser Fisch sieht jetzt nicht ganz appetitlich aus, aber. Klo. Na, die Seife aufheben. Auf dem Knastklo die Seife aufheben. Ich habe Seife für dich. Okay, ich lege hier mal die Seife ab. Ich glaube, ich muss hier mal Hebel betätigen. Ist das eine Falle? Und der Raum bewegt sich weg. Das ist eindeutig eine Falle. Ich glaube nicht, dass wir da runter wollen. Wollen wir da runter? Ich gehe erstmal hier weiter. Ich nehme die Seife mit. Kann man immer gut gebrauchen. Zur Not kann man es essen. Schmeckt nicht so gut, aber ja, hast schon Schlechteres gegessen. Zur Not kann man hier Tassen mit abwerfen. Seifenweitwurf. Palm. Yippie. Okay, so hoch können wir wahrscheinlich nicht werfen. Zwingi wirft mit Seife. Oha. Sneak. Und was ist hier los? Monster unter deinem Bett. Okay, wie kommen wir jetzt hier hoch? Der hat einen Schlüssel. Schwingen. 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 Oh oh. Ist aufgewacht. Sprinter. Verdammt. Okay, so funktioniert das nicht. Da wird er wieder wach. Auf dem Klo aufgewacht. War eine lange Party gestern Abend oder was? Ich lege ihm mal die Seife in den Weg. Vielleicht rutscht er dann dabei auf. Dabei aus. Oh, ist das auf der Seife ausgerutscht. Dann wäre auch ein. Vielleicht ist das sogar so gewollt. Legen wir die Seife auf den Boden. Versuch wäre es wert. Hier mal Seife platzieren. Dass wir selbst nicht drauf ausrutschen. Oder können wir zum Schrank verstecken? Ich glaube, wir müssen sprinten. Scheint hier wirklich die Lösung zu sein. Da können wir uns das Bett verstecken. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwie den Schlüssel.
Sneak. Verdammt. Also das Bett können wir nicht. Können wir wirklich nicht. Ich versuche das mal mit der Seife. Ich renne da einfach mal auf und davon. Und dann, wenn wir hier... Ach, so einen Fahrstuhl müssen wir rein. Okay, den Fahrstuhl vorbereiten. Den müssen wir dann vielleicht nutzen, um runterzukommen. Dann können wir hier die Türklinke aufmachen. Ich fürchte, nein. Lass mal offen. Wird wahrscheinlich wieder zu sein, wenn wir kommen. Aber ja. Okay, die Seife lasse ich jetzt gut sein. Müssen wir schnell rennen. Der braucht hier erstmal noch ein paar Sekündchen, um sich zu motivieren, um sich zu orientieren. Kann man das auch irgendwie lautlos? Ich vermute nicht. Das will das Spiel nicht. Und Schlüssel nehmen und los. Solange er es noch nicht sieht, können wir... Ab in den Fahrstuhl, ab in den Fahrstuhl, ab in den Fahrstuhl. Ah, knappe Wurst. Kann man schaffen. Man kann es schaffen. Ich versuche es jetzt wirklich mal mit der Seife, auf dass er ausrutscht und hinfällt. Da man die Seife greifen kann, na gut, man kann auch andere Sachen greifen, man kann auch Klopapier und Dosen greifen. Ganz am Anfang im ersten Part habe ich ja Seifen, Quatsch. Dann bewegt sich aber das ganze Haus weg. Das ist eindeutig. Macht er gerade sein Mittagsschläfchen oder ist es schon Nacht hier? Man hat hier kein Tageslicht, da kann ich das nicht. Kann ich das echt nicht einschätzen. Also ich lege hier mal die Seife in den Weg. Das wäre kein schlichter... Wäre keine schlichte Sache. Vielleicht bringt es ja was. Ich vermute nein. Ich vermute, die Seife bringt nichts. Das wäre zu schön. Vielleicht können wir da irgendwas mit dem Schrank machen. Aber mit Schlüssel? Ich vermute, wir müssen einfach sprinten und einfach rechtzeitig da sein. Wo ist der Schlüssel? Wenn jetzt sprint. Na komm, der Fette kann ganz schön rennen. Wenn es drauf ankommt. Was ist hier? Okay, scheinbar ist das mit dem Rennen doch nicht so. Es scheint nicht die Lösung zu sein. Er ist doch unterm Bett verstecken. Fahrstuhl mache ich hier trotzdem schon mal auf. Ich könnte es bereuen. Würde ich es nicht machen. Ist scheinbar unser Fluchtweg auf jeden Fall. Also der Schlüssel fällt auf jeden Fall geräuschvoll darunter. Das können wir nicht ändern. Mit dem Schlüssel können wir wahrscheinlich auch nicht die Schrankwand hoch. Das heißt, erstmal verstecken. Erstmal sneaken unterm Bett. So. Tops und tops und tops und tops. Versteck dich. Versteck dich, Mädchen. Versteck dich. Ach, da kommst du nicht hin. Doch, da kommst du hin. Schwer zu fassen. Errungenschaft freigeschaltet. Na, immerhin.
Wichtig, die Seife wirklich die Lösung des Problems. Bloß halt nicht in seinem Schlafzimmer, sondern hier. Ich kann mal die irgendwo hier auf den Teppich legen. Das ist ja hier der Zeitpunkt, wo uns fast fängt. Das Nieken funktioniert nicht unterm Bett. Da kriegt er uns. Wir haben es auch schon ausprobiert. Experimentieren geht über Studieren. Müssen wir ausprobieren und herausfinden, was hier geht und was nicht geht. Ein Schlüssel auf den Schrank hoch, das geht. Es kann gar nicht gehen. Jetzt wird er jetzt schon wach. Verdammt. Ich dachte, ich könnte da. Vielleicht müssen wir ihn einmal wachrütteln und dann. Ah, okay, vielleicht, vielleicht. Ich habe so eine Idee. Den Schlüssel einfach mal liegen lassen und am Bett verstecken. Und dann. Und warten, bis er sich wieder einschläft. So, okay. Wecken wir ihn mal auf hier. Okay, das mal auf ihn. Vielleicht können wir das auf ihn werfen. Ach du Scheiße. Habe ich mich jetzt erschreckt. Ach du Scheiße. Der hat nicht mal das Licht angemacht. Das war ein Jumpscare. Gänsehaut habe ich. Ist einfach aufgesprungen. Er ist einfach aufgesprungen. Das war der erste Erschrecker in diesem Let's Play. Es hat mich noch hier noch nicht so sehr schockiert. Also mach mal Lärm. Wie machen wir denn jetzt hier Lärm? So machen wir Lärm. Jetzt verstecken, 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 verstecken. Versteck dich. Die kriegt uns nicht. Okay, jetzt haut er ab. Ist er weg? Hol den Schlüssel, hol den Schlüssel, hol den Schlüssel, hol den Schlüssel. Hol den Schlüssel. Nicht den Schlüssel. Hol den Schlüssel. Okay. Und nun? Der wird doch dort im Wege sein. Hier den Schlüssel. Fahrstuhltür. Ach, der ist auf Toilette. Schnell hier runter. Puh. Das scheint doch der richtige Weg zu sein. Während der jetzt oben im Bad ist. Können wir hier vielleicht irgendwo eine Tür. Ah, die Tür dort hinten. Ach du Scheiße, was macht denn der hier unten? Ich dachte, der ist auf dem Klo. Dann seilt einen ab. Nein. Schlüssel behalten.
Behalt ja den Schlüssel. Der riecht uns, der riecht uns, der riecht uns, der riecht uns, der riecht uns. Schnell weg hier.